In ihren Herzen ist eine Krankheit. Und Allah mehrt ihre Krankheit. Und für sie ist eine schmerzliche Strafe dafür, dass sie loben. Jeder von uns kennt den einen oder anderen, der sich ständig aufspielt. Diese Person stellt sich in den Vordergrund, prahlt, was das Zeug hält und versucht, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Andere versuchen mit Lügen, Lösungen für die Probleme ihres Lebens zu finden. Bruder, morgen kaufe ich mir ein schönes Auto, mache mich selbstständig und habe was Großes am Laufen. Nicht nur, dass diese Person durch ihre Rhetorik andere unterhält, zum Lachen bringt und Sachen erfindet. Nein, sie lügt die Menschen an, um sie zu täuschen. Stell dir vor, einer deiner liebsten Freunde kommt zu dir und fragt dich, ob er in einem bestimmten Outfit gut aussieht. Und ein Verwandter stellt eine Frage über ein heikles Thema. Du weißt, dass die Antwort, die du geben wirst, den anderen kränken könnte. Unter solchen Umständen würden die meisten von uns sich für eine Notlüge entscheiden, nicht wahr? Womöglich würde das nicht mal Konsequenzen nach sich ziehen. Denn eine Notlüge ist in der Gesellschaft akzeptiert. Es wäre sozusagen keine echte Lüge. Man macht das schließlich nur deswegen, damit keiner verletzt oder gekränkt wird. Dabei verstehen wir nicht, dass der Schritt von einer Notlüge zu einer echten Lüge sehr schnell passiert. Die Notlüge kann zur Gewohnheit werden. Stück für Stück, ohne dass man es merkt, lügt man mehr und mehr. Sünden werden verdeckt und schön geredet. Von einer kleinen Notlüge gelangt man zu größeren Lügen. Wenn man einen Anruf bekommt, man aber ungern mit der Person reden möchte und man schnell auflegen möchte, erfindet man etwas, um dem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Wie oft lügen wir bei Bewerbungsgesprächen, um uns in ein besseres Licht zu rücken? Im Fernsehen, Internet, in den Nachrichten, ja sogar Politiker machen sich Lüge zunutze, um eine ganze Gesellschaft in die Irre zu führen und nicht gegen sich zu hetzen. Wie oft hören wir Fake News? Bei Allah, viele Menschen nehmen nicht einmal richtig wahr, dass sie lügen. Es wurde so oft gemacht, dass die Schwelle zwischen Wahrheit und Falschheit völlig verschwommen ist. Es ist sehr schwer, einer Person zu vertrauen, die ständig lügt. Man glaubt ihr nicht mehr, auch dann, wenn sie die Wahrheit sprechen sollte. Bevor wir anfangen, die Unwahrheit zu sagen, sollten wir uns die Frage stellen, wen belüge ich da eigentlich? Mich selbst, die Person, die ich anlüge, oder versuche ich, Allah subhanahu wa ta'ala anzulügen? Du kannst vielleicht deinen Gegenüber belügen, aber Allah kennt das Innerste der Brüste. Wissen wir denn nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was wir tun? Es mag sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund seiner Barmherzigkeit die Lüge für uns im Diesseits verbirgt, wir aber im Jenseits dafür gerade stehen müssen. Die Lüge ist wie jede andere Sünde. Sie gewinnt die Oberhand über das Herz und führt dazu, dass man immer weiter von der Wahrheit abweicht. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi sagte, die Lüge hat einen Einfluss auf die Dunkelheit des Gesichts. Es verleiht ihm einen abscheulichen Schleier, welchen jeder Wahrhaftige sieht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Lügen ist nicht erlaubt, außer in drei Fällen. Ein Mann spricht mit seiner Frau, um sie glücklich zu machen. Lügen in Kriegszeiten und Lügen, um zwischen den Menschen Frieden zu stiften. Nur in diesen drei Fällen ist es erlaubt. Alles andere führt dazu, dass sie bei Allah subhanahu wa ta'ala zu den Lügnern gezählt werden. Wir denken, dass wir ein Problem oder ein Fehlverhalten vertuschen könnten. Wir haben Angst, die Konsequenzen dafür zu tragen. Umar ibn al-Khattab radiallahu an sagte, lieber falle ich mit der Wahrheit, als mit der Lüge zu steigen. Ein Wahrhaftiger steht immer zu der Wahrheit. Er lässt keinen Raum für eine Lüge, weil er die Konsequenzen im Jenseits fürchtet. Wir gewinnen dadurch nichts, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles für uns niedergeschrieben hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Mut geben, immer die Wahrheit zu sprechen. Denn die Lüge ist der Anfang vielen Übels.